in Russland zukünftig alles automatisch? Es ist erfreulich zu lesen, dass in Russland die Automatisierungsprozesse in rasendem Tempo voranschreiten und dem einfachen Menschen, dem Ivan-Normalverbraucher, das Leben erleichtern und somit auch mehr Zeit bleibt für die angenehmen Seiten des Lebens. Aber manchmal kommt man schon ins Grübeln. Es gibt zwei Dinge im Leben, die ständig stattfinden. Es wird geboren und es wird gestorben. Und beide Prozesse sind in jedem Land mit gewisser Bürokratie verbunden. Papiere müssen gesammelt werden, Stempel werden benötigt, Anträge werden gestellt, es wird an- und abgemeldet und viele Dinge mehr. Und Russland will nun die Anzeige der Geburt eines Kindes automatisieren und auch die Abmeldung eines Menschen von dieser Welt per Knopfdruck am heimatlichen PC ermöglichen. Die russischen Bürger sollen zukünftig keinerlei Papiere mehr sammeln und einreichen müssen. So plant es das russische Wirtschaftsministerium. Bisher waren mit der Bearbeitung dieser Angelegenheiten das Standesamt oder die multifunktionalen Servicezentren beauftragt. Somit bleibt zu hoffen, dass zwar ein Sterbefall und eine Geburt zukünftig automatisch und elektronisch den Behörden angezeigt werden kann, aber der eigentliche Prozess der Zeugung neuen Lebens doch nach wie vor in klassisch konservativer Form erfolgt.